Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Schmeckt dir das, Silber? Getan? Dann ist ja gut. Tötet ihn! Haltet ihn! Werft ihn in den Graben! Ich mach dich kalt, niederträchtiger Mutant! Dein Arsch gehört mir!
Ja? Lass mich in Ruhe. Ja? Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Wie will dich? Milch, frische Sauermilch, Eier direkt aus dem Stall oder Hühnerdreck dran. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Bis dann. Wer beschützt uns, arme Freunde? Weiter so, Plätze. Komm schon.
Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Samovilas, Blender, fliegende Drachen, Hechte und Fledermäuse. Zeig mir. Bis dann. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ich sollte mich ein wenig umsehen.
Was jetzt, du Stück Dreck? Basta, verlieren wir die Nerven.
Komm jetzt. Du wirst erstickt an Drang und Stahl. Und du bist der Hexenmann, der Mutant? Ich hab schon Interessanteres. Die Götter haben dich geschickt. Thank you.
ein Amulett, Bezoa, ein paar Schildkrötensteine. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine, bewährte Mittel für harte Zeiten. Bis dann. Mein Mann ist wieder bei dieser Hexe gewesen. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Bis dann. Die Männer des Mahons haben das Dorf niedergebrannt. Es war die wilde Jagd. Sie haben keinen am Leben gelassen. Das kann ich nicht glauben. Nein, wirklich nicht. Sie fordert es ja heraus. Sie wird jammern, wenn sie den Männern des Barons in die Hände fällt. Und sie werden das Dorf niederbrennen. Sag nichts mehr. Sind wie die von meiner Katze. Du bist also dieser Weiße? Sei gegrüßt. Was willst du? Die Bekanntmachung wegen Hannah aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hannah aus den Wäldern dir? Sprechen wir über die Belohnung. Ja. Also, wie viel verlangst du? Meinetwegen, wie du willst.
Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hannah aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Hanna aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Einfach. Überhaupt nicht. Oh. Du siehst aber gar nicht gut aus. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich hab sie gesehen, Hanna aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich hab sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und hab erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Was guckst du so? Belästige uns arme Leute nicht länger. Also, willst du ihn einwecken? Also, nicht von hier, oder? Hier ist eine Frau entlang gekommen, barfuß. Ein Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Offenbar ist sie gerannt, deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief? Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Eine Nachterscheinung. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Nicht von hier, oder? Also, willst du ihn einlegen? Da kommt jemand. Du bist also dieser Weiße. Sei gegrüßt. Was willst du? Sula und Bokai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden, einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Sula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Sula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Sula, gütige Götter. Unsere guten
Helfer in der Welt. Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Nicht von hier, oder?